Es geht wieder mal um das Thema Handschuhe oder Fäustlinge und ich mag dir einen Ausrüstungsgegenstand vorstellen, und zwar das sind Fäustlinge des österreichischen Bundesheers aus Wolle. Wenn du wissen willst, was das kann, wo die Vor- und Nachteile liegen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese Fäustlinge des österreichischen Bundesheers. Das Thema Fäustlinge oder Handschuhe, das habe ich schon mal in einem Video besprochen. Da gebe ich dir den Link da oben. Über das sprechen wir jetzt nicht. Also wenn dich interessiert, ob Handschuhe oder Fäustlinge und wo die Einsatzgebiete sind, schau dir das Video da oben an. Wir wollen jetzt genau über dieses Produkt hier sprechen, nämlich vom österreichischen Bundesheer. Die sind ausgesondert. Ich glaube, die gibt es so in der Form nicht mehr. Aber wenn du da was weißt, schreib mir das unten, interessiert mich. Aber das ist Gebrauchtware. Sagen wir das jetzt mal so. Und weil sie vom Bundesheer sind, haben sie die Zeigefinger auch frei. Und zwar nicht zum so machen, sondern zum so machen. Also für einen Soldaten zum Schießen. Ist vielleicht heute auch interessant für Jäger. Klar, wenn man abdrücken will, kann schon sein. Aber wenn das nicht so dein Ding ist und du sagst, ich brauche das eigentlich nicht, dann kannst du A, die Zeigefinger einfach Zeigefinger sein lassen und trotz alledem einen vollwertigen Fäustling nutzen. Oder es gibt ja auch Situationen, wo man doch ein bisschen was anpacken will, wo auch die Vorteile vom Handschuh sozusagen sind, und ich kann besser greifen und kann noch einmal, ja, kann man tun, muss man aber nicht. Der Punkt dabei ist, warum ich die in meinem Shop auch habe, billige Eigenwerbung, liegt daran, dass sie aus Schafwolle sind, dass die Loden, man ist jetzt nicht so dicht wie Loden, das muss man gleich dazu sagen, aber das ist nämlich der Punkt, warum ich die mit dabei habe. Bei den Wintertrainings in den letzten Jahren, besonders das letzte oder die letzten drei Wintertrainings, die ich abgehalten habe im Jahr 2018 und 2019, waren sehr schneereich, wirklich sehr schneereich. Und wenn man da mal eine Unterkunft bauen will oder aufbauen will, und selbst wenn es so dein eigenes Tarp ist, deine Plane, die du aufspannst, dann musst du mal, wenn viel Schnee ist, nach unten. Das heißt, du musst einmal alles wegschaufeln, damit du ein Feuer anzünden kannst. Ich meine, wenn du kein Feuer anzündest, wenn du einfach nur ein Wandersmann oder eine Wandersfrau bist und dich dann mit einer Isomatte hinhaust, unterwegs bist, dann ist das was anderes. Aber wenn du ein Lager einrichtest und dort bleiben willst und ein Feuer anzünden zum Kochen und nicht mit einem Gaskocher kochst, sondern mit richtigem Feuer, dann musst du koffern, nämlich schaufeln. Und bei dem Schaufeln ist es so, dass das anstrengend ist und dass es nass ist. Nämlich, du brauchst die Handschuhe, weißt du, das ist immer so ein An- und Ausziehen. Auf der einen Seite wird er dann warm, aber wenn dann ein bisschen Wind kommt, so wie ich den jetzt spüre, wir haben hier, sind am Gefrierpunkt mit dem Windchill, auf der nackten Haut, ich spüre das jetzt, dass das unangenehm wird. Dann hast du noch die Schaufel, die kommen, sind Aluminiumteile dabei, da kommst du auch immer wieder an, du brauchst diese Handschuhe. Du brauchst diese Handschuhe, ohne die Handschuhe also das, oder diese Fäustlinge oder irgendeinen Schutz, hast du ein Problem. Und mit der Zeit werden die nass, nämlich von innen, vom Schwitzen und von außen, ganz besonders auch von außen. Da kommt dann Schnee drauf, durch die Wärme, die du abgibst, fängt er ins Schmelzen an, danach friert das Ganze wieder zusammen, es ist so eine richtig wunderbare, tolle Sache. Und mir kommt vor, das ist nur meine subjektive Meinung, dass selbst wenn die jetzt feucht sind, die noch immer doch noch immer eine gewisse Wärmewirkung haben. Und das Zweite ist, dass ich nicht so schnell ins Schwitzen anfange, dass ich die beim Schaufeln, wobei ich zugeben muss, ich habe dieses Mal nicht mitgeschaufelt, ich bin nur dabei gestanden und habe blöd geredet. Nein, ist halt so. Aber ich kenne das ja auch aus der Vergangenheit, wo ich selber auch Hand angelegt habe. Mit denen hier schaufle ich lieber, weil die atmungsaktiver sind. Die sind einfach atmungsaktiver als Heat 3 und wie sie alle heißen mögen. Und auch, ob das jetzt der Handschuh oder der Fäustling ist, ist vollkommen egal. Der Punkt dabei ist, dass da meiner Meinung nach diese Lodenausrüstung wirklich top ist. Und daher schreibe ich ja auch immer wieder in die Kursbeschreibungen rein, liebe Leute, nehmt euch Ersatzhandschuhe bzw. Ersatzfäustlinge mit. Und wenn du die Möglichkeit hast, fürs Arbeiten, nimm sowas. Ja, atmungsaktives und etwas Netteres, also wenn man in Bewegung ist, ja, wenn man eh sowieso schwitzt. Und dann nachher ein zweites Paar, und das ist wind- und wasserdicht, so richtig. Nämlich, wenn du in die Ruhe kommst, da ist es dann wichtig, dass es winddicht ist und dass es dich richtig volle Kanone isoliert. Die hier, wenn es da richtig schön zieht, die geben dir keinen Schutz, da zieht es überall durch. Und die anderen, die synthetischen, die wasserdichten, die Plastiksackeln, wie ich sie so gerne auch nenne, bei denen hast du die Wärme.
Dafür, wenn du aber recht viel Wärme produzierst, weil du dich bewegst, dann schwitzt du drin wie Schwein. Und das ist hier bei denen nicht der Fall. Und ob das jetzt Bundesheer sind oder nicht Bundesheer oder ob du dir Fäustlinge kaufst aus Lappland, gebe ich da auch unten natürlich den Link aus auf Amazon. Da gibt es ganz viele schwedische, norwegische Hersteller, die genau, aber, und das ist der Punkt, die setzen auch auf Fäustlinge oder Handschuhe aus Schafwolle. Nämlich genau dann, wenn du on the run bist, wenn du dich bewegst, wenn du langlaufst, wenn du herumkofferst, wenn du mit Schneeschuh wanderst, wenn du dich bewegst, dann brauchst du etwas anderes als die Plastiksackeln und Kunststoffteile, die ich hier an der Stelle nicht verteufle, ganz im Gegenteil, ich habe die auch, aber wenn man sie dann hinsetzt und man ein bisschen huschi wird, also kalt wird, dann ist nämlich nicht mehr das die passende Ausrüstung, die packt man dann weg oder lässt sie trocknen, wobei das da ein bisschen schwieriger ist, aber egal, und dann zieht man die anderen an. So mache ich das und es funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Und jetzt mag ich dich bitten, dir deine Meinung hier als Kommentar kundzutun. Schreib ganz einfach, wie du das magst. Hast du Fäustlinge oder Handschuhe aus Wolle? Egal, ob aus Armeebeständen oder nicht, schreib uns da ein bisschen was. Wie machst du das? Oder setzt du nur auf die Plastikvariante, winddicht, wasserdicht, Gore-Tex, bla bla bla? Oder erzähl uns was, das würde mich sehr, sehr interessieren. Link zu all den Produkten gebe ich dir natürlich wie immer unten, ist eh ganz klar. Ein paar andere Videos zum Anschauen, Abo, danke, dass du dabei warst, dein René Rossmann, bis bald.